meiner Sicht in einer etwas verkehrten Welt. Bitte passt auf, dass auch in Österreich die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu weit auseinander geht. Ich habe da manchmal wirklich Bedenken, um nicht das Wort Angst zu verwenden. Im Jahr 2006 ist es einem amerikanischen Börsenmakler gelungen, für sich persönlich, nicht für seine Firma, 2 Milliarden Dollar zu lukrieren. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, zum Beispiel Näher und Näherinnen in Pakistan, die 6 Tage in der Woche 11 Stunden schuften und für diese Schufterei 40 bis 50 Euro pro Monat erhalten. Ich glaube, wenn das so weitergeht, kann das aus meiner Sicht kein gutes Ende nehmen. Daher bitte ich euch, schaut auf diese Dinge. Warum sage ich das? Viele von euch Maturanten, Maturantinnen, ihr werdet studieren, ihr werdet irgendwo einmal Spitzenpositionen innehaben. Dann bitte ich euch, an diese Dinge zu denken. In diesem Zusammenhang sage ich, ja, es gibt auch sowas wie Solidarität. Wer viel hat, kann den Ärmeren etwas abgeben. Das ist keine Schande unter Anführungszeichen, sondern aus meiner Sicht ein Muss. Der zweite Gedanke, den ich euch mitgeben möchte, ist, viele von euch werden eine Partnerschaft haben und werden, ich sage dazu, hoffentlich Kinder haben. Warum sage ich hoffentlich? Ich selber habe 3 Kinder und sie sind für mich wirklich eine Quelle des Glücks. Ich hoffe, dass euch das vergönnt ist, Kinder groß werden zu sehen und am Glück der Kinder teilzuhaben. Ich hoffe, dass eure Träume in Erfüllung gehen und ich wünsche euch für euren weiteren Lebensweg alles erdenklich Gute. Hinter sich gebracht haben, die Schüler, die so erfolgreich waren. Als besonderen Gast den Herrn Bezirksvorsteher. Für Sie geht jetzt ein Lebensabschnitt zu Ende und ein neuer Lebensabschnitt. Und unsere Welt wartet auf Sie. Auf Ihre Ideen, auf Ihre Tatkraft, auf Ihr Wirken. Ich wünsche Ihnen beruflich viel Erfolg und privat viel Glück. Mitschülerinnen und Mitschüler. Zuallererst möchte ich einmal allen Maturanten und Maturantinnen gratulieren, Ihnen gratulieren zur bestandenen Matura. Ich glaube, da haben Sie sich einen Applaus verdient. Das ist wir haben uns mit der Matura eine Sicherheit geschaffen, wir haben uns eine Basis geschaffen. Und egal, ob wir im Herbst anfangen zu studieren, auf einer Fachhochschule oder auf der Universität, egal, ob wir an die Arbeiten gehen oder ob wir zuerst unseren Zivildienst oder unsere Wehrpflicht ableisten, haben wir doch diese Sicherheit Matura. Das Lernen, das Frühaufstehen und die Schularbeiten, die Hausaufgaben sind jetzt erstmals vorbei. Und ich glaube, das ist ein Grund zum Feiern.
dass das richtige Lernen zwar erst anfangen wird und wir diese Erfahrung dann spätestens auf der Uni machen werden, ist eine andere Geschichte, aber ich glaube, jetzt sollten wir mal unsere Ferien genießen und ja. Ich glaube aber, dass der große Schritt, den wir in den letzten Wochen gemacht haben, nicht die Matura war, nicht diese eine Prüfung, diese unangenehme Situation auf der langen Tafel, wo einem so viele Augen zuschauen, sondern die Situation, wo wir sagen, Alltag Schule, Alltag an Tuntrio, das ist vorbei. Dieser Abschnitt mit dieser täglichen Routine, endgültig vorbei. Und das ist es auch, was mich traurig macht. Ich glaube, wir sind alle froh, das Ticket für die Universität gelöst zu haben, zu sagen, wir haben diesen Abschnitt bestanden, wir haben ihn gut abgeschlossen, aber dass es uns dann doch jetzt eine tolle Zeit gleich in der Hand halten werdet. Und ich bitte jetzt alle Schülerinnen und Schüler der 8a-Klasse. Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, liebe Maturantinnen und Maturanten, ja, 4 intensive Jahre Oberstufe sind vorbei. Wir sind zusammengewachsen, wir haben allerhand durchgemacht, Höhen und Tiefen. Ihr wart eine ganz besondere Klasse, auch die große Toleranz. Auch, wie der Herr Direktor schon gesagt hat, war die bei euch sehr stark vorhanden, die Jahre. Und ich glaube, das hat begonnen in der 5. Klasse mit unserem Start auf der Kennenlernwoche, wo ihr euch sehr miteinander auseinandergesetzt habt, diskutiert habt, Regeln aufgestellt habt, diese Regeln dann in der Klassenstunde zum Großteil eingehalten habt, manchmal auch nicht, immer wieder diskutiert habt, und das waren heftige Auseinandersetzungen, heftige Diskussionen und ein sehr starkes Miteinander. In der 6. Klasse war unser Highlight der Skikurs, in der 7. Klasse die Sportwoche, die wir uns selber organisiert haben. Und das war auch ganz besonders, die Sportaktivitäten habt ihr selber gestaltet, organisiert, durchgeführt. Und in der 8. Klasse dann unsere Reise nach Berlin, beziehungsweise die Reise der anderen Gruppe nach Rom. Ex-Schülerinnen, jetzt schon bald Kolleginnen und Kollegen, denn schon während der Schulzeit war die 8B dadurch charakterisiert, dass sie mich als Klassenvorstand sehr stark entlastet hat, vor allem die letzten beiden Jahre. Von der 5. Klasse, wenn ich mich da so umschaue, sind ungefähr 7 Leute anwesend. Die Klasse war auch sehr klein, wie man bemerkt, wir waren 17 insgesamt. In der 5. Klasse waren wir 30 und mit Ach und Krach waren wir sogar am Anfang 31 ganz kurz, also eine riesige Projektmanagement-Klasse, und haben dadurch eigentlich sehr viel Zeit auch verbracht, immer unsere Reisen zu planen, die uns dann auch sehr viel Spaß gemacht haben. Es hat begonnen mit Grado, ist dann in der 6. Klasse ein Stück weiter nach Rimini und Ravenna gegangen. In der 7. haben wir uns dann noch ein bisschen weiter gewagt und ein bisschen in den Slums von Southern London verloren auf Sprachreise, wobei wir dann das Jahr langsam wieder zur Matura kommen beendet haben mit einem Almaufenthalt im Salzkammergut auf einer Hütte. Dieser Almaufenthalt hat uns dann in der 8. Klasse noch mehr auf den Boden der Realität gebracht, noch näher zur Matura, und wir haben das Jahr eigentlich in der 8. Klasse mit nur einer kleinen Aktivität, nämlich einer Wanderung zur Kammersteiner Hütte, beendet. Das war aber, glaube ich, eine nette Erinnerung. Ja, und eines muss ich sagen, also es ist eigentlich, ich werde jedem kurz etwas dazu sagen, dann bei der Zeugnisverteilung. Nur eines muss ich hervorheben, ich habe eigentlich als Klassenvorstand, da ich so viele andere Sachen zu tun habe, immer viel zu wenig Zeit gehabt, Klassenvorstand zu sein. Und ohne die Theresa, die das Klassenbuch nachgetragen hat, etc., hätte ich es wahrscheinlich nicht geschafft. Ich will nicht sagen überrascht, es war eigentlich selbstverständlich, dass wir also 3 ausgezeichnete und ich glaube 6 gute Erfolge haben, also fast mehr als Leute anwesend sind hier. Ihr wart wirklich ganz super, einen großen Applaus noch einmal für euch. So,
Ganz kurz, wir würden gerne die Frau Professor Reitschhofer, die Frau Professor Bauer, den Herrn Professor Giesinger und den Herrn Zahle soll gleich da bleiben, daher bitten. Wir haben eine Kleinigkeit, ein kleines Dankeschön für die tolle Unterstützung all die Jahre. Der Frau Professor Bauer vor allem, die hat uns erst ein Jahr lang unterrichtet, dafür, dass sie uns so gut zur Matura geführt hat. Dem Herrn Zahr, weil er uns immer unterstützt hat, auch wenn er viel zu tun gehabt hat. Aber er war ein super Klassenpapa. Dankeschön an die Frau Professorin. Vielen Dank. Gerade im Vordergrund für mich, dass ihr so gut durchgehalten habt und die Dinge durchgestanden habt. Und das ist eine gute Grundlage für euer weiteres Leben, dass ihr euch gut durchkämpft, ja, weitermacht. Und besonders habe ich mich gefreut auch über die Präsentationen bei der Matura, die ich zum Teil ganz toll gefunden habe, wo man auch gesehen hat, dass Potenzial da ist. Ich bedanke mich herzlich für euch und ich möchte erinnern an etwas, was die Vorsitzende gestern gesagt hat bei der Matura. Sie hat sich auch bedankt, dass sie so viel lernen durfte bei der Matura. Und das möchte ich auch für mich in Anspruch nehmen, dass ich... Jetzt ist wirklich sozusagen der letzte feierliche, offizielle Akt erreicht. Ich möchte euch gerne die weiteren Zeugnisse geben. Und es ist schon viel gesagt worden, wo ich mich sehr anschließen kann. Ich möchte euch für die vielen Erfahrungen danken, die ich durch euch machen konnte. Und ich meine das jetzt wirklich nicht sarkastisch, sondern ganz im Ernst. Und ich freue mich, euch als Klasse gehabt zu haben. Und ganz besonders freue ich mich über die Möglichkeit, mit euch Theater zu machen, gemacht zu haben. Ihr wart mit ein Baustein von den Kulturtagen. Diejenigen sind nicht alle hier, die diese Theaterproduktion auch mitgetragen haben. Und in diesem Sinn möchte ich mich für eure Meilensteine hier auch ganz herzlich bedanken. Man gehört so wenig immer nur, bei der Matura waren es viel mehr. Es fehlen einige entschuldigtermaßen, wie das in den letzten 4 Jahren immer so der Fall war, weil ich dazu sagen muss, dass ich das Klassenbuch in den letzten 2 Jahren eigentlich immer nur rauf und runter getragen habe und die Cornelia das in großer Bravour erledigt hat. Sie hat es auch geschafft, jene, die vielleicht einmal mangelhafte Entschuldigung angeschleppt haben, also so weit zu bringen, dass das dann klappt oder dass das wirklich was unentschuldigt registriert wird. Aber das war wirklich nur ein Nebenaspekt. Und das wirft auch schon das richtige Licht auf diese Klasse, die ich, ich mache das jetzt seit 30 Jahren und ich muss Ihnen hier sagen, mir tut sehr leid, dass ich euch jetzt nicht weitere 4 Jahre unterrichten kann. Das ist ein sehr schwieriger Augenblick für mich. Ich wünsche euch alles Gute, was die Leistungsbereitschaft, das Leistungsvermögen betrifft, aber auch die Herzlichkeit betrifft, eine ganz besondere Klasse.